Recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dwarf Fortress mit einem Phoebus Grafikpack. Ja, ich habe da mal eine neue Gegend ausgesucht, habe so ein paar Zwerge schon mal die Berufe zugewiesen und habe das hier mal so schon gestartet. Und dann sind wir ja auch schon drinne im Spiel. So, müssen wir mal gerade gucken. So oder so? Ich glaube so, ne? Oder lieber so. So haben wir mehr Übersicht. Gut, da sind wir drinne. Wir haben hier unseren Karren stehen mit den Dingen, die wir alle mithaben. Sind einige Sachen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir einen Miner, einen Woodworker, einen Craftsdwarf, Nobles haben wir drei Adlige und einen Farmer haben wir noch. Ja, und dann 17 Tiere haben wir mit. Gut, das ist das. Hier Essen, Trinken seht ihr auch, ist klar. In der Küche brauchen wir nicht reingucken. Stocks, auch eigentlich ist das alles nicht so entscheidend jetzt. Animals, hier haben wir Hunde mit und ein Schaf und ein Schafsbock, Schwein und Eber und Sau. Drei Hennen haben wir, einen Hahn und drei Häsinnen und ein Hasen. Das Pferd und der Jackbulle gehören zum Wagen im Endeffekt. Gut, das haben wir mit. Unsere Station ist hier im Endeffekt. Wir gehen mal gerade ein bisschen hoch vielleicht. Da seht ihr, das ist jetzt hier ganz oben. Da geht's runter. Hier stehen wir und es ist ziemlich tief hier reinzugraben, ist klar, das kennen wir ja schon. Gut, hier rüber und darunter. Runter geht's nicht so ganz so weit wie hoch. So, da runter hoch ist nicht weit. Die Karte ist relativ klein in Anführungsstrichen. Wir haben hier eine schöne Ebene, wo unsere Tiere dann auch weiden können. Ja, und dann wollen wir mal anfangen, denke ich mal. Ja, Destination fangen wir an und meinen wir erstmal hier einen Gang rein, oder? Sollten wir hier mal loslegen, denke ich. Und zwar hier schon. Wo? Würde ich mal sagen, von dort gehen wir mal einfach. Ja, gar nicht mal so weit vielleicht rein. Erstmal nur zack das Stück rein. Und dann können wir hier gleich abbiegen. Machen wir mal so und gehen wir hier hin. Oder? Nö, da nicht hin. Ich glaube, wenn wir da 1, 2, 3, 4, 5 machen. Das müsste mittig sein, oder? Dann können wir da schon auch das erste machen. Also unser Handelsdepot da einrichten sozusagen, dass die Karawanen da gleich rein können. Dann Pflanzen ernten wir. Die Gather Plants. Gehen wir mal hier hin. Und dann haben wir das auch. Und dann T für Chop Down Trees. Machen wir auch natürlich. So, da haben wir die Bäume auch, dass die alle gefällt werden. Gut, lassen wir gerade mal schon mal laufen. Dann würde ich mal sagen, sollten wir. Ja, wie weit machen wir es? Gute Frage, ne? Können natürlich den Gang bis hinten hindurch ziehen. Und dann bekommen wir da die ersten Räume vielleicht hin. Ich weiß nicht. Machen wir nochmal D. Machen wir hier hinter gleich noch einen Raum mehr. Das können wir dann erstmal so benutzen, denke ich mal, um, sag schon, na, eine Tischlerei reinzubauen und sowas. Und nachher können wir das als Lagerraum nehmen. Gut, soweit so gut. Er ist schön am Bauen, am Aushöhlen, da wird Holz gehackt, das ist auch gut. Ja, dann können wir eigentlich schon mal mit I erstmal hier einen neuen Bereich festlegen, wo unsere Tiere drinne sind. Ich
Machen wir mal richtig schön groß hier, ne? Das ist ein N wie Pen Pastur und großes N brauchen wir dann natürlich auch noch. Und da setzen wir mal alle Tiere erstmal. Ups, das war die falsche Taste, oder? Ja, Plus-Taste ist gefragt. Da setzen wir erstmal alle Tiere hier rein. Gut, okay. So, da haben die was zu weiden dann auch. Die werden auch schon hingebracht. Wunderbar. So, er ist hier noch am Aushöhlen. Das klappt auch gut. Das Holz ist auch schon da. Lass mal gerade nochmal I gucken. Aha. Ha. Am Wasser ist direkt unser Bereich für die Tiere zu Ende. Okay, lass mal gut sein erstmal. Oh, da findet der schon mal irgendwelche schönen Turmaline oder Turmalinen. Das ist prima. Schön am Aushöhlen. Tja, können schon mal überlegen, was wir dann weitermachen. Gehen wir mal tiefer gucken. Hier ist ja nichts. Außer das Wasser da oben rechts ist sonst nichts im Weg. Wie sieht es über uns aus? Gut, da kann man auch überall bauen, ohne dass Wasser über einen ist. Prima. Gut. Da kriegen wir schon einige Steinchen. Unser Bär Onulegum ist ein Herbalist geworden. Auch schön. Ja. Gut. Dann denke ich mal, Destination machen wir ruhig nochmal. Und arbeiten wir gerade hier schon mal weiter. Den machen wir mal bis, ja, bis dahin, den Gang. Und dann geht das schon mal voran, ne? Okay. Wie groß ist das Dingens? So groß. Darüber könnten wir eigentlich mal gerade so einen Stockball fürs Holz schon mal machen. Dann ich will mal hoffen, dass es hier so okay ist. Baby Wood war das. Escape. So, da haben wir das schon mal. Und dann sollte das Holz da auch reingebracht werden. Passt. Einmal gerade I gedrückt. Ja, haben wir eine Grenze zwischen. Auch schön. Gut, das ganze Holz wird da schon mal reingebracht. Holzfäller ist auch am Malochen. Ja. Wir können mal mit Q den Wagen auswählen und kaputt machen, in Anführungsstrichen. Aber da brauchen wir eine Carpentry für. Okay, das geht halt noch nicht. Den müssen wir gleich mal bauen, wenn er da unten erstmal fertig ist. Ja, obwohl, ich glaube, ne, unten rechts geht sie noch nicht hin, oben rechts auch nicht. Build, Workshop und C ist die Carpentry, naja, können wir mal da gucken, hier geht's nicht, geht's auf der Ecke, ja, da wird es gehen. Ja, sollen wir die da schon mal erstmal reinstellen? Ja, machen wir. Das erste ist Schist. Da haben wir das schon mal gemacht. Fertig. Gut, weiterlaufen lassen. Der Miner kommt wohl gleich, oder? Nee. Der Woodworker muss das machen, ne, oder? Gehe ich mal von aus. Unser Miner ist noch dabei. Er kriegt das aber gut hin. Ja, da haben wir schon so eine schicke blaue Ader quer durchs Bild dann durch. Aber das soll mal gut sein. Ja, wäre schön, wenn wir erstmal hier den ersten Raum fertig kriegen. Jetzt geht er bestimmt was trinken. Hat er Durst?
Holz ist da, wird da reingebracht. Gut, dann gucken wir mal weiter nach weiteren Möglichkeiten für ein Stockpile. Was? Ja, Steine wäre interessant, aber warum soll man die rausschlüren? Wäre auch nicht so interessant. Ja. Der wühlt sich da jetzt noch rein. Kreuz und quer natürlich. Draußen ist der Woodworker natürlich mit den Baumfällen beschäftigt, deswegen macht er auch jetzt nicht die Carpentry fertig. Ja, aber im Holzvorrat ist ja auch nicht schlecht zu haben. Gut. Wir können noch einen Stockpile mit Steinen machen. Und den machen wir mal hier hin. So groß sollte eigentlich gehen, oder? So, da laufen schon die ersten los und bringen da schon mal Steine rein. Richtig, wunderbar. Da haben wir neue Dingens, sag schon, Gesteine bekommen. Rutile heißt das. Keine Ahnung, was das wieder ist. Aber wird schon werden. Ah, der Carpenter hat seine Hütte aufgebaut. Gut, dann können wir da mal reingehen und gucken, dass wir ein paar Betten bauen, ne? Ja. 5, 2, 4, 6. Ich glaube, eins brauchen wir noch erstmal. Gut. Das läuft. Gut. Dann lass uns mal noch mal was ausgraben hier oben. Wie machen wir das denn? Drei mal drei ist der Eingang. Dann da einmal und da einmal sind zwei Türen. Und ist es das jetzt? Ne, passt so. Glaub ja, ne, das müsste symmetrisch sein. Gut, das ist dann auch noch ein Raum, den können wir als Schlafraum erstmal dann machen. Gut, da unten ist er natürlich noch gut am Wühlen zugange, da hat er noch viel Zeit vor sich. Holzlager füllt sich, der Steinlager ist schon voll. Ja. Machen wir mal einen Workshop. Und zwar ein... Wie heißt der denn jetzt? Sag mal, Craftsdrafts Workshop. Mit R war das, ne? Ja. Gucken wir mal zu, dass wir den hier auch hinkriegen. Ja, da ist natürlich noch eine Stelle, die nicht ausgefüllt ist. Ne, das will ich dann noch nicht dahin bauen. Da warten wir erst, bis er das gemacht hat. Oder wenn er links fertig ist, da ist noch eine Stelle. Jetzt geht er nach oben. Das ist nicht so dolle. Jetzt geht aber da oben links einer hin. Dann machen wir den jetzt dahin. B, B und R für den Craftsdraft Workshop. Und der geht jetzt dahin. Können wir hinmachen und gut ist. Okay, läuft weiter. Einer muss den bauen. Da kommt auch schon jemand. Gut, kann er auch gleich machen. So, hat er schon geschafft. Dann kann er auch gleich schon da drin arbeiten, oder? Ah, ist doch noch nicht fertig. Jetzt ist fertig, wa? Ja, und dann soll er mal Steincrafts machen. Und gleich die ersten und repeat und dann ist gut. Und ein Stockpile brauchen wir natürlich dann noch, ne? P.
G, Finished Goods, glaube ich, kam da rein, oder? Erstmal. Von da gehen wir mal so hin und machen den, okay. Jetzt werden auch andere Dinge da wahrscheinlich reingebracht, wie Seil und sowas. Aber das ist nicht schlimm. Okay, jetzt wühlt er natürlich da oben erst weiter, anstatt da unten das fertig zu machen. Aber so ist es halt. Aber ist ja auf der anderen Seite auch nicht schlimm, dann kriegen wir da unsere Betten auch schneller hingestellt. Dass die erstmal Schlafmöglichkeiten haben. Jo. Da ist dann der erste Randbereich. Da. Gut. Und schaffen wir es jetzt da? Ja. Okay, er hat noch kein Bett gemacht. Der schläft da unten, glaube ich, auch erst noch, oder? Oder baut er? Ne, ich glaube, der baut. Denke ich mal schon. Ja, jetzt können wir unser erstes Bett hier machen. Eins ist fertig. Und naja, lassen wir das immer hinbringen, ne? Dann holt einer, glaube ich, einen Stein wieder. Und macht wieder einen Crafts Dwarf. Rock Craft. Gut. Das läuft alles. Das Bett steht schon, oder? Haben wir noch eins? Nein, haben wir nicht. Ist noch nicht fertig. Okay. Ah, er ist jetzt hier oben in einer Schicht, wo kein Stein ist, sondern Erde. Da ging es jetzt recht flott, dass er das fertig kriegt, ne? So, hier, das kann er schnell abbauen. Jetzt schläft er da und er schläft da. Können wir schon ein Bett bauen? Nein. Schade drum. Wie sieht's mit unseren Lebensmitteln aus? Okay, da steht noch alles. Aber wir können ja mal hier den Nobles aufrufen, ne? Und dann können wir mal gucken, wer das hier machen kann. Haben wir nur einen, oder? Ja. Und dann den und ja. Jetzt braucht er dann noch einen Raum dafür, ist auch klar. Den werden wir gleich mal aushöhlen. Und machen wir das hier hin erstmal klein, aber fein, 3x3. Gut, das Holzdepot, Holzlager ist schon fast voll. Da haben wir ordentlich abgeholzt. Craft Drafts werden auch Crafts werden ordentlich gemacht. Da oben ist unser Miner noch am Weiterarbeiten. Betten werden noch nicht gebaut. Ah, er holt gerade Holz, jetzt geht's voran, denke ich. Hat sich das denn einer hier festgenommen? Ne, das müssen wir erst sagen, wer das kriegt, ne? Aber momentan machen wir das vielleicht mal nicht. Ist dann Bett fertig? Ja. Das zweite stellen wir mal da oben in die Ecke. Hat auch schon einer geholt und stellt das da hoch. Wunderbar. Gut. Da
unten, der Raum wird gerade fertiggestellt. Dann können wir da auch einen Workshop noch bauen, den Masons Workshop. Den stellen wir mal hier in die Ecke. Gut, dann kann der auch gebaut werden. Das macht natürlich der Miner selber, der gerade am Abarbeiten ist. Ob das dann klappt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Gut. Den Record Keeper haben wir jetzt schon geschafft, dass der einen Raum hat. Der braucht dann aber noch eine Tür, ne? Oh, da wird jetzt, glaube ich, schon der Mason Shop fertig gebaut. Oder? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Er war das hier. Jetzt trinkt er wahrscheinlich was. Ja, jetzt wird hier gebaut. Definitiv. Der Raum ist abgeschlossen. Können wir wahrscheinlich dann gleich sofort Türen bauen, würde ich mal sagen. Okay. Und der wird auch gleich schon anfangen, genau. Wunderbar. Wenn er den nächsten Stein holt, sollte er die Tür schon fertig haben. Gucken wir mal. Ja, geht. Würde ich auch gerne da schon gleich hinmachen. Gut. Und dann können wir eigentlich noch einen Tisch und einen Stuhl machen. Das machen wir hier. Gut. Die Tür wird schon reingebaut. Wunderbar. Ja. Dann wird weitergebaut. Das wird wahrscheinlich Tisch und Stuhl jetzt werden. Ja, wir bräuchten ein paar Kisten für diese ganzen Kinkerlitzchen, die wir da gebaut haben, ne? Ja. Binnen. Gibt's kein Binnen, oder doch? Doch, ist doppelseitig. N ist der Binnen, ne? Ja. Gut. Mal gucken, dass das fertig wird. Der Stuhl ist noch nicht fertig und der Tisch. Ah, Betten können wir noch weiter aufbauen. Okay. Da eins hin. Und da eins hin. Und dann können wir da gegenüber auch eins hinstellen. Und hier oben mittig. So, dann haben alle ein Bett eigentlich. Ein Schlafsaal, ne? Wie sieht's mit Türen aus? Haben wir auch schon. Auch genug. Okay, die zwei Türen sitzen. Da haben wir noch eine über, die können wir da unten hinbauen. Wunderbar. Gut. Der Stuhl ist noch nicht fertig und der Tisch ist fertig. Alles klar. Soweit, so gut. Dann muss der jetzt noch der Stuhl fertig werden, damit wir den da hinstellen können. Für den Record Keeper. Jetzt ist er fertig. Gut. Ah ne, der muss da erst hin. Ist er aber jetzt schon da, der Stuhl. Ein R gedrückt. Und Resize, das können wir so lassen. Assign. Normal und die Plus-Taste natürlich genommen. So, der sollte der Buchhalter sein.
Jetzt gucken wir mal gerade hier rein und das ist weiß geworden, das heißt, er ist zufrieden. Gut, okay. Und dann würde ich erstmal wieder sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.